größte Amateur-Motorsportliga der Welt. Uns ist demzufolge auch natürlich auch eine Geschichte zwischen Fans und den Sportlern zum Anfassen, sag ich jetzt mal. Also noch, es war früher noch wilder. Trotzdem ist die Berührung zwischen den Fans und den Fahrzeugen und den Fahrern wirklich sehr nah. Allein die Tatsache, dass jetzt 100.000 Leute kommen und davon und die alle um die Strecke campen beispielsweise. Und man fährt dann da nachts durch, du siehst Feuerwerk oder die Grillschwaden am nächsten Morgen. Das gibt es sonst nirgendwo. Also es ist die letzte Rennstrecke, die gebaut wurde von vor knapp 100 Jahren, die noch so gebaut ist, wie man früher Rennstrecken baute, nämlich einfach mitten in die Pampa. Es musste eine Herausforderung für Mensch und Maschine sein, Steilkurven, Sprunghügel, solche Strecken gibt es nicht mehr. Dies ist die einzige, die noch übrig ist, die noch in Betrieb ist. Sie ist quasi die Kaaba der Motorsportler. Man muss einmal in seinem Leben hier einmal um die Burg gefahren sein. Das ist das Legendäre. Es ist das Gesicht von Elvis Presley, aber es lebt noch. Also das ist einfach all das. Und das ist ganz außergewöhnlich. Kommt man sonst selten, weder in der Formel 1 noch in anderen Rennstrecken bzw. Rennklassen. Deswegen ist ja das, was gerade die Leute, glaube ich, auch so fasziniert. Den Plan gibt es schon seit über 30 Jahren hier zu fahren und seit 10 Jahren fahren wir hier und seit 5 Jahren haben wir den Plan, das 24-Stunden-Rennen zu haben. Der Nürburgring ist das Besondere, weil die Eifel hier einmal die Umgebung und das ist die schönste Rennstrecke der Welt und die Fans hier. Ich weiß nicht, ob es auf anderen Strecken auch so ist, aber anders als im Fußball hält jeder zusammen. Ob die Opel, die BMW, die Mercedes fahren, da kriegt sich keiner in die Köpfe und das ist das Schöne. Es sind 20 Leute. Ungefähr 20 Mann. Wir sind seit Montagmorgen um 8 Uhr haben wir vorne in der Schlange gestanden, wie alle. Ja, fahren hier hin seit über 20 Jahren. Ja, nach der Einführungsrunde habe ich halt meine Herzdame gefragt, ob sie mich heiraten will. Genau. Und sie hat ja gesagt. Ja, und den besten Ehering seit ewig. Ein Kabelbinder. Besser kann es nicht sein. Das ist halt der Ring.